Was weiteres? Aus rein akademischem Interesse habe ich mich gefragt, während ich dabei war. Normalen Kontext angehend ist so quasi, gibt es Alternativen zu Zcash und ICC? Motivation war eher akademischer Natur, weil, also erstens, ICC macht nur Preprocessing nur lokal. Also er verteilt nicht das Preprocessing, weil die Entwickler der Meinung waren, ja, das bringt meistens nichts. Ich lasse es mal in den Raum gestellt. Zcash arbeitet nicht verteilt. ICC unterstützt nicht alle Unixe. Gibt es vielleicht Leute, vielleicht gibt es auch Leute, die sowas gerne für Java hätten, und ich habe mich aus rein und die Dokumentation ist teilweise bescheiden. Geht das nicht irgendwie besser? Zum letzten Punkt, in Bezug Dokumentation scheinen sich diese Tools alle nichts zu nehmen. Also die sind alle irgendwie, muss man sich das aus zig anderen Tutorials, Vorträgen und teilweise dem Source Code zusammensuchen. Aber für den Rest habe ich tatsächlich einige interessante Sachen gefunden. Erstmal DistCC. Ich glaube, ich habe das bei ICC schon erwähnt, dass DistCC ursprünglich ein Fork von, nein, ICC war ursprünglich ein Fork von DistCC, weil DistCC hat einfach keinen Scheduler, und die wesentliche Motivation für ICC war am Anfang, wir hätten gerne DistCC, aber mit einem Scheduler. Was außerdem nett ist, es gibt einen sogenannten Pump-Modus, damit kann man Preprocessing verteilen. Das soll sich angeblich erst lohnen, wenn man ein richtig großes Netzwerk hat, aber wenn man möchte, geht das. Es ist, dass man, durch dass man keinen Scheduler braucht, für so Standardkram, also quasi, wir wissen alle, wollen nur x86-Code bauen, relativ wohl leichter aufzusetzen. Man muss halt irgendwie in eine Datei im Home-Verzeichnis eintragen, auf den Rechnern läuft auch ein DistCC-Client, und sobald man dann irgendwie Make macht, wird das halt an alle Rechner im Netzwerk irgendwie gepackt. Es unterstützt so ziemlich alle Unix-Systeme. Ja, Nachteile ist halt ja kein Scheduler. Es gibt ja durchaus Gründe, warum man so jemals was haben möchte. Von wegen Lastverteilung, gucken, welcher, wo es vielleicht noch eher Performance überwohnt, nicht. Was ich an Anleitung für Cross-Compiling mit DistCC gefunden habe, war ziemlich grausig. Also las ich ziemlich grausig und auch nicht so, dass man damit, also das waren im Grunde alles, was ich dazu gefunden habe, waren Leute, die mehr oder weniger lange gefrickeln mussten, um das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und ja, es gibt keine Kommandozeilen-Tool, sondern nur ein GNU-Tool zum Monitoring, was vielleicht doof ist aus Sicht von Leuten, die gerne Zeug auf der Konsole machen. Das kann man sicher auch anders sehen. Genau, dann gibt es den sogenannten SC-Cache, Shared Compiler Cache. Der wurde von Mozilla erst in Python und dann nochmal in Rust entwickelt. Also Python als quasi Proof of Concept. Dann haben sie es nochmal in Rust gemacht und dadurch alleine die Performance entscheidend verbessert. Die Idee ist, es läuft auf Linux, Mac OS X und Windows. Es unterstützt GCC, Clang, aber auch Microsofts Visual C Compiler. Das ist, glaube ich, auch mit der, eines der Gründe, warum die Mozilla-Jungs das gemacht haben, weil die halt irgendwie vorher, glaube ich, schon mit Zcash und ICC arbeiten, aber halt auch irgendwie Zeug für Windows mit Visual Studio fabrizieren. Und die Idee ist, warum heißt es halt standardmäßig ist es quasi nur wie Zcash, also Cache Zeug nur lokal. Man kann das aber auch in der Cloud. Derzeit supportet Amazon C3, Google Cloud Storage oder Azure. Oder im eigenen Netz, wenn man eine Redis oder Datenbank oder einen Memcache-Daemon im Netz hat. Sie schreiben allerdings in ihrer Dokumentation, die typisch für solche Tools sehr, nicht gerade ausführlich, nicht sehr gut ist, ja, wir unterstützen nicht alle Compiler-Flags, wir testen nur die, die wir für Firefox benötigen, und wenn der Rest klappt, dann ist das halt gut, schön für euch, aber wir, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert, werden wir daran nichts ändern. Ob das jetzt, ich will nicht ausschließen, dass das nur ein rein akademisches Problem ist, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass andere Sachen sehr wohl funktionieren. Aber die es halt einfach nicht testen. Und mittlerweile, das ist leider relativ versteckt, irgendwo in den Untiefen des Git-Repositories unterstützen sie auch so verteiltes Bauen, aka ICC, also so ein Setup mit einem Scheduler, mehreren Bauknoten, whatever. Genau, und dann habe ich mich gefragt, das war jetzt wirklich nur noch akademisches Interesse, gibt es sowas denn nicht auch für Java, sowas wie Zcash oder das ICC? Ich habe was gefunden, was von 2004, da hat nämlich jemand seine Master-Thesis über das Thema geschrieben, wie man vielleicht einen verteilt, wie man sowas machen könnte. Er hat darauf auch ein Paper auf einer Konferenz vorgetragen mit seinem Advisor. Im Wesentlichen, was Konzept von ihm ist, ich habe einen Scheduler, der kriegt Zeug, der verteilt er zum Bauen an die Knoten. Die Knoten stellen das Ergebnis per NFS zur Verfügung.
Die Evaluation ergab, dass das von den Ergebnissen eher durchwachsen war, was der Autor damit erklärte, dass jedes Mal, wenn er irgendwas, also seine Referenzimplementierung war auch in Java und er sagte, ja okay, wenn immer, wenn ich etwas durch die Gegend schiebe, wird hier erstmal eine komplette Java-virtuelle Maschine gestartet und es ist ja irgendwie logisch, dass dann das mir halt immer Performance frisst, weil er jedes Mal beim durch das Netzwerk schieben erstmal die Startup-Zeit des, der Java-virtuellen Maschine hat. Also hat er seine Implementierung auch nochmal in C implementiert. Dadurch wurde es dann etwas besser, aber immer noch kam das sehr stark aufs Szenario an, ob das was bringt oder nicht. Aber falls vielleicht irgendjemand von euch noch ein lustiges Diplomarbeitsthema sucht und glaubt, das kriege ich hier, kann ich besser tun oder in einem Hackerprojekt, feel free. Das Paper ist verfügbar. Was ich persönlich glaube, dass auch alleine NFS zu benutzen, anstatt es irgendwie direkt übers Protokoll abzubilden, ordentlich Performance gefressen hat. Ja. Genau, C-Cache für Java gibt's nicht in dem Sinne, aber Eclipse hat, bringt ja irgendwie ihren eigenen Compiler mit und da machen sie wohl ähnliche Dinge, habe ich irgendwo auf Stack Overflow gefunden, um halt dafür zu sorgen, dass wenn man irgendwie Zeug ändert oder irgendwie Fehler auftreten, dann Eclipse einen sofort eine schöne Warnmeldung hinklatschen kann. Genau, und was es wohl auch gibt, jemand hat sich wohl diesen, es gibt wohl tatsächlich jemanden, der diese, außer dem Professor und den Leuten dieser Konferenz, die dieses Paper von 2004 gelesen haben, und der hat sich überlegt, ja, das ist ja ganz cool, das könnte man ja mal für C-Sharp machen. Das Paper habe ich allerdings nicht geschafft, mir näher anzugucken, um zu wissen, ob dabei irgendwie mehr das erfreulichere Ergebnisse rauskam. Ja, das war's, danke.